Hallöchen, zurück zu Seville. Und wir haben in der letzten Episode mal mit den Jokastern gesprochen. H-Low will rock the world! Natürlich, daran zweifelt kein Mensch. H-Low oder auch Halo genannt. ich glaube, hier sind wir soweit fertig. Dann kümmern wir uns mal, mit dem haben wir auch gequatscht, mit dem guten Echolio. Ja? Die haben den Puff umfunktioniert. Zur Showmaster-Bühne. Hier ist auch mächtig viel los in der Gegend, man sieht's. Ich frag mich, wer sich da bewerben möchte. Aber egal. Der Einzige, mit dem wir hier jetzt noch nicht gequatscht haben, ist wohl der Ambrosius. Und das holen wir nach. Hoffentlich knastert er uns in Seville nicht ein. Darf aber eigentlich nicht. Denn der hat ja, genießt ja Immunität. Habt ihr etwa gedacht, ihr könntet euch an mir vorbei aus der Stadt schleichen? Also, ja. Welch perfider Plan. Aber ich, der geniale Ambrosius, habe euch durchschaut und hier aufgelauert. Seit ein paar Stunden. Aber wir... Euer Leugnen ist zwecklos. Mein Verstand hat all eure Fluchtmöglichkeiten bereits erfasst und durchkreuzt. Aha. Aber ich habe diplomatische Immunität. Tatsächlich? Oh, aber dann kann ich euch ja gar nicht festnehmen. Exactolucci. Also geh aus dem Weg, du elende Blechbüchse. Tja, ich sehe, ihr seid nicht auf dem Laufenden. Ich kann euch zwar nicht aufhalten, aber niemand darf die Stadt verlassen, sofern er nicht den Passierschein A38 vorweisen kann. Was für ein Passierschein A38? Wer hat sich denn diesen Blödsinn ausgedacht? Der geschäftsführende König Basilius hat dies per Dekret erlassen. Also, wenn ihr nicht den Passierschein A38 vorweisen könnt, dann kommt ihr nicht an der Wache und damit nicht an mir vorbei. Oh. Ich denke, wir werden diesen Schwachkopf erneut übertölpeln müssen. Dieses Mal verzichten wir aber auf Läuse. wie übertölpeln wir den? Vielleicht mit dem Casting? Nochmal reden? Ihr schon wieder? Ich sagte doch bereits, dass ihr den Passierschein A39 benötigt, um an mir vorbeizukommen. War es nicht A38? Genau. Wie auch immer, ich lasse euch nicht vorbei ohne diesen Schein. Interessiert es dich eigentlich nicht, dass Showstar noch einen Juroren sucht? Showstar sucht noch einen Juroren? Genau. Ja, sie suchen noch jemand, der kritisch die Models bewertet und ihre Haarpracht in Augenschein nimmt. Tja, darauf kann es nur eine Antwort geben. Ich, als kritischer Paladin, Träger der prächtigsten Haarpracht in ganz Ferianis, habe einen geschulten Blick, was Frisuren angeht. Was sollte das für ein erbärmlicher Wettbewerb sein, der ohne mich stattfindet? Egal, ob ich nun mit meiner Schönheit die anderen Kandidaten aussteche oder ob ich mit meiner Erfahrung und meiner kritischen Natur der Jury zur Seite stehe. Ich bin ein wahrer Kenner der Materie. Ach, was sag ich? Ich bin die Materie. Ich bin sozusagen ein schwarzes Loch, was Mode angeht, denn ich sauge alles in mir auf und... Oh. Das schwarze Loch ist eher in deinem Kopf. Schon gut, ich sehe schon, du wärst der ideale Juror für Showstar. Solltest du dich nicht besser gleich auf den Weg ins Theater machen? Stimmt, du solltest dich beeilen, ehe noch so ein Karl Lagerwiese oder Kevin großkommt und dir die Stelle wegschnappt. Genau. Tja, wer würde solche Kretins in die Jury nehmen, wenn er mich, den einzigartigen Ambrosius, haben kann? Also, dann werde ich mich auf den Weg zu diesem Wettbewerb machen. Du das. Ihr beide werdet doch die Stadt nicht verlassen, solange ich dort beschäftigt bin, nicht wahr? Never. Natürlich nicht. Großes Pfadfinderinnen-Ehrenwort. Mhm. Wunderbar. Dann entschuldigt mich kurz. Ich muss mich um etwas Wichtiges kümmern. Tu das. Oh, ich bin schon so gespannt auf diesen Wettbewerb. Hoffentlich wird das Ganze auch eine gute Show. Vielleicht sehe ich auch ein paar neue Haarschnitte, die ich mir vielleicht abschauen kann. Oh, was bin ich aufgeregt. Es war ja viel leichter, diesen Schwachkopf loszuwerden, als ich dachte. Habe ich schon erwähnt, wie wunderbar es ist, auf der bösen Seite zu stehen? Die Guten sind einfach allesamt dämlich und leicht zu übertölpeln. Ja, aber das gute stimmt. Menschen sind einfach viel lieber. Würdest du es nicht auch lieber sehen, wenn dich die Leute verehren würden, als dass sie dich als fiesen Tyrann verabscheuen? Willst du meine ehrliche Meinung dazu hören? Ehrlich gesagt, nein.
Sie weiß warum. Und wir haben den guten Ambrosius ja endlich aus dem Weg geschafft. Aber ich dachte gerade, das wäre was, was man aufnehmen kann. Aber ist dem ist nicht so. Ja, dann gucken wir mal, was wir da so finden. Eine Karte. Cool. Wir können nun Ferianes bereisen. Und wo fangen wir an? Es scheint ein Friedhof zu sein. Das scheint die Gegend zu sein, in der wir uns auch befinden. Zwerge. Wälder. Ja, gehen wir mal in die Wälder. Wusstest du schon, dass Seville das Wort Evil, in Seville das Wort Evil steckt? Was, echt Evil? Das ist mir nicht aufgefallen. Seville. Evil. Stimmt. Oh, da hat er aber schnell geladen. Das von der Greenpeace-Tante. Protestschilder gegen die Rodung des Elfenwaldes. Nieder mit den Baumschändern, stoppt die Maschinen, tot den Kapitalisten. Besonders friedfertig hören sich diese Proteste aber nicht an. Nun ja, große Menschenmassen haben sich noch nie durch Friedfertigkeit oder gesunden Menschenverstand ausgezeichnet. Das sind doch eindeutig klare politische Bezüge. Könnte Claudia Roth sein, die sich da am Baum hängt, ne? Ich so glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns alle anstrengen, zusammen mit der Natur Hand in Hand zusammenzuleben. Na, da hast du ja auch Wort. Deswegen reden wir jetzt mit dir. Hallo, ihr Lieben. Hi. Und das Spiel, das wurde lang vor Stuttgart 21 gemacht. Das müsst ihr euch mal geben. Ah, das ist toll, ne? Also diese Bezüge. Ah, super. Warum hast du dich hier angekettet? Ich habe mich hier angekettet, um meinen Protest auszudrücken. Dieser brutalen, ökologischen Zerstörung konnte ich nicht tatenlos zusehen. Wow, das ist ja echt eine tolle Sache. In meinen Ohren klingt das nach einer äußerst absonderlichen und blödsinnigen Idee, die nur jemand haben kann, der eine Schraube locker hat. Der Erhalt unserer Umwelt für zukünftige Generationen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns Elfen. Grüne, ne? Die Grünen. Was für eine bemitleidenswerte Kreatur bist du denn? Ich bin die Vertreterin der Elfen im Rat. Ich bin sozusagen die Oberelfe, wenn ihr so wollt. Ja, die Grünen im Bundestag, das sind auch die Elfen der Regierung. Die Elfen der Regierung, das ist doch jetzt schon, ne? So, du bist also eine Elfe. Ihr habt mich immer beim Regieren gestört mit eurem ökologischen Getue. Ach, du bist ja Seville. Ich finde es ganz, ganz schlimm, was du während deiner Regierungszeit angerichtet hast. Das war's wir wahrscheinlich auch. Wir als Elfen hätten bei einer Regierungsbeteiligung das grüne Gewissen sein können. Damit beantwortet sich auch schon die Frage, warum ihr nicht an meiner Regierung beteiligt wart. Ja, Seville, welche Partei könnte man mit dir verbinden? CDU, CSU, die NPD wohl eher nicht, ne? Denn eigentlich geht Seville ja nur um Macht und Reichtum und, FDP vielleicht. Das könnte hinkommen. Du musst zur Abstimmung kommen, los! Das geht nicht. Diese Zwerge richten hier auf brutalste Weise eine ökologische Katastrophe an. Ich als Elfe kann da nicht tatenlos zusehen. Ich gehe erst weg, wenn die Bäume gerettet sind. Sie ist auch irgendwie die einzige Aktivistin hier am Vorort, ne? Wir haben noch etwas zu erledigen. Bis später. Es hat mich ganz, ganz doll gefreut, dass ihr hier wart. Ja, dabei sind wir gar nicht von der Presse. Wow, eine richtige Elfenkutsche. Das ist ja Flower Power pur. Ach, diese Baumkuschler sind ein nerviges Pack. Du glaubst gar nicht, wie mir diese Friedensanbeter auf die Nerven gingen, als ich als rechtmäßiger Tyrann noch die Kriege gegen unsere Nachbarreichen plante. Eine Hippie-Kutsche. Oh. Wie schrecklich. Hier liegen bereits die grausamen Baumreste der Rodungsaktion. No. Vielleicht kann ich mir gleich ein bisschen Holz für meinen Kamin mitnehmen. Oh, Seville, willst du etwa diese schreckliche Situation ausnutzen? Aber natürlich. Was hast du denn gedacht? Oh, warum ist er nur so herrlich böse? Eine Rodungsmaschine. Dort sind die letzten Bäume des Elfenwaldes. Seville, wir müssen den Wald retten. Warum sollten wir den Wald retten? Nenn mir nur einen Grund. Weil sonst die Heizkosten Winter für Winter steigen werden. Ja. Ein gutes Argument.
Die Heizkosten bluteten mich ohnehin schon Jahr für Jahr aus. Siehst du? Ein riesiges Ungetüm, das offenbar den Wald abholzt. Das ist wirklich schlimm. Wir sollten dagegen vorgehen. Ich glaube, ich weiß, was die Lilly wählt. Wir müssen die Rodungseffektivität um 12,2 Ingerims bärtiger Mutter. Was habt ihr hier zu suchen? Wer bist du denn? Ich bin Ivan Güldengier, Vizepräsident der Zwergen Limited Incorporated AG. Güldengier? So sieht er auch aus. Zwerge habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte immer, ihr arbeitet in irgendwelchen Minen und schürft dort Gold. Ich bitte dich, das ist schon Jahre her. Wir haben damals erkannt, dass man durch Goldschürfen zwar Gold verdient, aber der wahre Reichtum kommt dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Seit dieser Grundsatzentscheidung übernehmen wir nur noch die Geschäftsführungstätigkeiten, die wir in produktiven Meetings abstimmen. Das klingt schlüssig. Was machst du hier? Bei Aulus Abacus, ich versuche hier zu arbeiten. Ich beschäftige mich damit, die Interessen der Zwergen Limited Incorporated AG durchzusetzen und die Bäume hier zu roden. Es ist ganz schön schändlich. Den Elfenwald roden? Welch heimtückisch gute Idee. Oh ja, aus den Bäumen hier kann man die besten Streichhölzer und Zahnstocher von ganz Firianis herstellen. Na, super. Die Gewinnprognose ist sehr gut. Deshalb wird hier kein einziger Baum stehen bleiben. Wenn nur diese Elfe endlich aus dem Weg gehen würde. Du kannst sie gar nicht, die ist festgekettet. Was hat es mit dieser Elfe auf sich? Diese störende Elfe stellt sich im Namen ihrer verquerten Weltansichten unseren Interessen hier entgegen. Sie hat sich an den Baum gekettet und weigert sich, unserer geliebten Rodungsmaschine Platz zu machen. Ihr könntet ja einfach trotzdem den Baum umsägen. Seville! Das zieht leider äußerst negative Publicity nach sich. Das würden wir gerne vermeiden. Ja, das ist sogar nachvollziehbar. Ihr rodet den Elfenwald? Wie schändlich! Schändlich vielleicht, aber die Umsatz- und Gewinnerwartungen sind astronomisch. Letztlich ist das Ganze ja eine Entscheidung, die der Vorstand zusammen mit den Aktionären zu tragen hat. Ja, wenn's ums liebe Geld geht. Wie könnt ihr eigentlich den Elfenwald roden? Er gehört euch doch überhaupt nicht. Bei Dumatoins schürfender Schaufel, das ist nicht richtig. Wir Zwerge haben den Elfen damals Geld geliehen, um ihr großes Treestock-Fest abzuhalten. Und dafür haben sie eine Hypothek auf den Wald aufgenommen. Da sie mit den Raten im Rückstand sind, gehört der Wald vorerst uns. Och, das ist ja fies. Ihr Treetwood in Woodstock. Schlimm. Oh, Mann, sind die Zwerge böse. Können wir uns dieses Rodungsding einmal anschauen? Bei Mine Grimms Hühneraugen. Dieses Ding ist der Baumstückler 3000. Er kann einen Baum in 5 Sekunden zersägen und nahezu 13% des Holzes verwerten. Dieses hochsensible Gerät wird der Öffentlichkeit nur selten präsentiert. Allerdings gibt es spezielle Führungen dafür. Spezielle Führungen für dieses eine Gerät? Ist ein besserer Bagger da? Können wir uns dieses... Bei Mine Grimms dieses... Okay. Ich habe genug von dir. Ja, lasst mich nur endlich in Ruhe arbeiten. Ja, nachdem wir jetzt... Oder ist ein Strom... Ein Kabel, das zu der Rodungsmaschine geht. An einer Stelle sieht es etwas beschädigt aus. Ah. Das könnten wir das? Ein guter Plan, aber leider hat mich der Zwerg im Auge. Den muss ich erst loswerden. Ach, mit wem redest du denn da eigentlich, Seville? Wie? Was? Mit niemandem im Besonderen. Ja, Oh, ein kleines Klohäuschen. Dort gehen die Zwerge wahrscheinlich ihren Geschäften. Das war definitiv ein geschmackloser Kommentar. Aber sowas von. Wir, nachdem wir jetzt erfahren haben, warum die Zwerge mit den Elfen überhaupt im Clinch liegen und wir endlich wissend sind praktisch, ne? Und wir das ganze Ausmaß der Dramatik begreifen, da verschwinden würde. Machen wir eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und macht's gut. Ciao!